Wir haben unter Bestätigung der Alliierten vorbehalten, das Grundgesetz zur Organisation der heute freigegebenen Hoheitsbefugnisse des deutschen Volkes in einem Teile Deutschlands zu beraten und zu beschließen. Ich bin Alexandra Obolenski und ich arbeite hier als Grundschullehrerin. Ich habe diese Mailart nutzen können im Rahmen meines Philosophieunterrichtes, den ich mit Kindern aus einer 4. Klasse gemacht habe. Wir haben diesen konkreten Termin, 23. Mai 2019, zum Anlass genommen. Grundgesetz, wie können wir dieses doch sehr abstrakte Thema auch schon Grundschulkindern deutlich machen? Es war die Idee eigentlich, dass man Kinder für das Grundgesetz erwärmen sollte, weil das sehr wichtig ist, ja ein Gerüst unserer Gesellschaft. Und über diesen Weg, sagen wir mal, die spielerische Form, haben die Kinder die Möglichkeit, sich das Grundgesetz anzueignen. Von dem Moment an, wo sie lesen oder schreiben lernen, muss man sie auch an Politik heranführen. Wir leben in einer Demokratie und das kommt ja nicht von heute auf morgen. Das will gelernt sein, akzeptiert sein und auch geschult sein. So, meine Lieben, ich hoffe, wir sind alle versammelt. An der Tafel steht, das ist Tina Schwichtenberg, das ist Elsabe Gläse. Die hat euch gefilmt und die wird jetzt auch weiter filmen. Das ist Rolf Johanning und ich bin Frau Wolenski. Und wir wollen jetzt heute Probe machen. Ich freue mich, dass ihr alle mitmachen wollt. Freut mich sehr. Das ist eine große Aufgabe, die wir zu lösen haben auf dem Rathausplatz, aber ich traue euch das zu. Also ich habe jetzt jeweils das Wort, das wir hier schreiben wollen, mit Buchstaben so zusammengelegt, der Reihe nach. Ihr seht schon, die macht das ganz vorsichtig. Ja. Ne? Also die rennt da nicht jetzt hier so durch, sondern die macht das ganz vorsichtig. Damit wirklich überall jetzt das Mehl landet. Sieht das nicht toll aus? Ja. Wenn ihr das alles sehen? Ja? Also das ist wirklich wie gedruckt. Nur Event, nur Besuche von außerschulischen Lernorten oder sowas, glaube ich, an sich bringt es nicht, sondern man muss es verbinden, damit für die Kinder vielleicht das auch zu einer Lernerfahrung werden kann. Artikel 1, die Würde des Schlagschon Menschen, ich habe alles richtig geschrieben, ist unantastbar. Also ihr wisst, dass ich Lehrerin bin, dass ich eigentlich lesen kann, aber auch bei sowas gucke ich jetzt ganz langsam und genau. Und wer kann Allah? Wer war denn noch nicht? Anfangen kann man und sollte man in der 3. Klasse, das ist mein Ziel. Und das ist genau das, was ich ja für so wesentlich halte. Nicht erst im jugendlichen Alter in der Sekundarstufe 1 zu beginnen, sondern eben schon vorher. Weil ich denke, das hat eine ganz aktuelle Bedeutsamkeit. Wer ist zuständig, die Buchstaben aufzunehmen? Wer muss die Buchstaben hinlegen? Wer kontrolliert nochmal, ob wirklich alles richtig gelegt ist? Wer streut das dann ab mit dem Marmormehl? Wer nimmt das wieder hoch und sortiert es zurück? Ein Kontrolleur brauchen wir. Wer kontrolliert das? Machst du den Kontrolleur? Tina und Rolf hatten gesagt, es würden sich doch Dreierteams anbieten, 16 Artikel. Hatte Tina ausgewählt und dann habe ich die Kinder gebeten, sie sollten, jedes Kind alleine sollte entscheiden, welches Grundgesetz es besonders wichtig findet und auch begründen, warum. Toll, super. Und hier rein. Also musst du den Nippel nehmen und hier rein. Klar, aber jetzt müssen wir das mal absammeln und dann schauen. Gerade. Ganz langsam hoch und dann zur Seite. Ja. Ich danke auch. Wer hat gut noch nicht? Tschüss, habt ihr toll gemacht. Ach, danke, das ist da rausgefallen. Wer hat noch nicht? Tschüss. Jedes Kind darf einen haben. Danke. Temporäre Kunst ist eine Kunst, die im Augenblick bemerkt wird und die einen hohen Wert an Aufmerksamkeit hat. Und dann verschwindet sie eben wieder. Das ist das Reizvolle daran, dass sie
einfach weggefegt wird. Also sie ist dann verschwunden. Sie ist für eine Zeit da und für eine Zeit wird sie sehr wichtig genommen. Und man kann vielleicht Fotos machen zur Erinnerung oder so. Aber die Kunst als solches verschwindet dann wieder. Und das finde ich interessant. An diesem Punkt ist es wirklich so, dass es für einen ganz kurzen Moment nur gedacht ist. Viele kennen Andreas Geik ja als legendären Oberbürgermeister der Nachkriegszeit oder als Landespolitiker. Und nur die wenigsten wissen, dass er auch einer der Väter und Mütter des Grundgesetzes war. Er war Mitglied im Parlamentarischen Rat und hat sich dort auch ganz konkret juristisch für ein neues Deutschland und für einen Neubeginn nach der Nazi-Barbarei eingesetzt. Das Grundgesetz war ja eigentlich als Provisorium gedacht und niemand hätte erwartet, was für eine segensreiche Wirkung dieser tolle Text im Leben von Millionen Deutschen dann spielen würde. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Geburtstage des Grundgesetzes feiern. Und ich glaube, im Moment ist es besonders wichtig, in einer Zeit, in der Intoleranz, Hass und auch Populismus wachsen, dass wir uns der Stärke und der Bedeutung des Grundgesetzes erinnern und dass wir das hier ganz prominent in der Öffentlichkeit auf dem Rathausplatz tun. Das freut mich ganz besonders. Liebe Pina Schichtenberg, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe interessierte Künstler und Künstlerunterstützer, ich darf Sie heute ganz kurz hier fröhlich und andächtig willkommen heißen auf einer, finde ich, ganz tollen Aktion, genau an dem richtigen Tag, 70 Jahre Grundgesetz heute. Fast alle von uns waren damals noch nicht geboren. 70 Jahre Grundgesetz sind auch 70 Jahre Rechtsstaat nach Barbarei, sind auch 70 Jahre Frieden, zumindest in Deutschland. Und wie verletzlich das ist, unsere Demokratie und unsere Rechte, das ist uns vielleicht in den letzten Jahren nochmal besonders bewusst geworden. Und das ist eine gute Gelegenheit, auch daran heute, an die Kostbarkeit dieses Textes und der Ordnung, die darauf beruht, die entstanden ist, hinzuweisen. Und diese Möglichkeit, die ich auch gerade genutzt habe, nochmal die Kraft der Worte, aber auch ja, die Verletzlichkeit, ein Windhauch reicht und dann sind die Worte verschwunden, wenn man sich nicht drum kümmert. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Symbolik und deswegen danke ich für dieses tolle Projekt, Tina, dass du uns schenkst hier auf dem Rathausplatz. Herzlichen Dank dafür. Mögen sie zumindest ein paar Stunden überdauern, damit sich andere daran erfreuen und uns daran erinnern können, wie wichtig dieser Tag und wie wichtig das Grundgesetz für uns ist. Herzlichen Dank und allen viel Freude mit dieser Aktion. Dankeschön. Ich
Ich habe mir mit Mia Artikel 6 ausgesucht. Ich finde es einfach gut, dass es halt Gesetze gibt und dass es auch schöne Gesetze sind, weil Ehe und Familie sind auch sehr wichtig. Es geht darum, dass jeder das Recht dazu hat, Ehe und Familie zu haben und zu gründen. Naja, sie streut ja jetzt noch, das ist alles fertig und dann nehmen wir die Buchstaben hoch und dann verteilen wir auch die kleinen Bücher. Bleiben. Ja, richtig. Ja, sehr schön. Heutzutage wichtiger denn je. Ja. Auch wenn unser Grundgesetz 70 Jahre alt ist, ja, ist es wichtig, dass täglich doch daran erinnert wird und vor allen Dingen die jungen Leute wirklich damit aufwachsen und es dann auch leben. Dass man hier das nochmal, das Grundgesetz in Buchstabenform macht. Da muss man immer genau aufpassen, welchen Buchstaben man nimmt, damit man keine Verdrehungen hat. Es geht um die Rettung der kommunalen Selbstverwaltung, also die Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung. Wir sind ja hier im Rathaus und im Grundgesetz ist in Artikel 28 geregelt, dass man in der Kommune auch politisch entscheiden kann. Das ist nicht in jedem Land auch Europas so, aber das ist ganz wichtig, dass Demokratie auch hier vor Ort stattfindet, hier im Bundestag. Ja, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen und Gehirn ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Das ist was ganz Wichtiges für unser Land. Das heißt, dass jeder sagen darf, was er sagen möchte, wenn er nicht Gesetze verletzt dadurch. Das steht da nicht ganz so genau, aber das ist damit gemeint. Und dass natürlich auch die Presse über alles berichten darf. Das, ja, das ist nicht in allen Ländern so. Es ist ganz wichtig, sich das ins Gedächtnis zu rufen. Ich finde, das berührt auch, wenn man das durchliest. Also ja, das ist einfach eine tolle Aktion, um einfach nochmal sich bewusst zu machen, wie wichtig das eigentlich ist, was da drin steht. Und dass jetzt hier alle beteiligt sind, finde ich ganz klasse. Natürlich kann man darüber laufen, aber das ist ja auch ein Schock, wenn man etwas zerstört. Also vielleicht denke ich mal, es bewirkt auch was in dir, wenn du da etwas zerstörst. Also ich glaube, du nimmst es sogar dann noch intensiver wahr, weil du durch deine Fußstapfen einen Text verletzt hast. Nein, ich glaube, das ist, war jetzt Mittel zum Zweck. Also ich glaube, dass das sogar hilft. Und ich bin ganz fester Meinung, die mit dieser Mailart und dem Grundgesetz gearbeitet haben, die Kinder wie auch die Erwachsenen, die zufällig vorbeikamen oder unser OB oder wer auch immer, das bleibt im Gedächtnis. Weil du es gemacht hast. Du hast es nicht nur gelesen, sondern du warst tätig. Und das ist etwas, glaube ich, was gerade bei dieser temporären Arbeit unglaublich wichtig ist. Ich glaube, uns ist gar nicht klar, wie wichtig unser Grundgesetz ist. Also in dieser Zeit, in der wir leben, wo so viel im Umbruch ist, mit den Flüchtlingen, also nimm nochmal, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ist das nicht ein Hammer? Das ist doch wirklich, da ist doch alles gesagt. Oder Mann und Frau sind gleichberechtigt. Da ist doch alles, also worüber müssen wir uns eigentlich den Kopf heiß machen? Wir wissen doch, wie es richtig geht. Und lesen wir es einfach nochmal und machen es. Also er ist einfach für unsere Gesellschaft das Rückgrat.